haben in der Studie haben wir Fokusgruppen durchgeführt. Das heißt, wir haben Diskussionsrunden veranstaltet mit 8 jeweils potenziellen Neuwählern. Und innerhalb dieser Gruppendiskussion haben wir mit den Menschen auch über verschiedene Werte gesprochen und über den Wandel von Werten, von ihren Wertvorstellungen, von ihren Wertehaushalten. Und 3 Werte sind dabei eigentlich besonders heftig diskutiert worden, auch sehr umstritten, ganz unterschiedlich gedeutet worden. Das ist der Fortschritt, das ist die Leistung und das ist die Gerechtigkeit. Der Anspruch halt an diese Begriffe, an diese Werte der Menschen scheint sich gewandelt zu haben oder scheint zumindest stärker umstritten gewesen zu sein. Und da unsere Studie ja auch Wertewandel, das Wort Wertewandel beinhaltet und danach fragt, ob es so etwas gegeben hat, würdest du jetzt nach diesen 1,5, 2 Jahren, die wir uns damit beschäftigt haben, sagen, ja, man kann von einem grünen Wertewandel in der deutschen Gesellschaft sprechen? Ja und nein, vielleicht ist der Begriff des Wertewandels, den wir am Anfang gewählt haben, ich fand den am Anfang total überzeugend und zum Schluss dann gar nicht mehr so. Aber eine Verschiebung in der Wertebasis auf jeden Fall, also weil einfach Wertewandel ist ein zu hart gesetzter Begriff, der einfach analytisch zu viel Inhalt hat. Aber Werteverschiebung auf jeden Fall, gerade bei Gerechtigkeit weiß ich gar nicht, da gab es keine große Verschiebung. Bei Gerechtigkeit war das Auffällige und das Überraschende vielleicht ein bisschen, dass die Grünen als Partei der sozialen Gerechtigkeit, was sie eben auch als Label haben, dass das für die Neuwählerinnen und selbst für die Altwählerinnen gar keine so große Rolle spielt, sondern eher Eigenverantwortung und das verantwortliche Wesen innerhalb einer Gesellschaft in den Vordergrund gestellt wurde. Das fand ich ein bisschen überraschend, aber auch nicht komplett überraschend. Überraschend war hingegen, dass nicht bei den Altwählerinnen, aber bei den Neuwählerinnen der Wert der Leistung derart erodiert ist, dass das schon auf jeden Fall ein ganz starkes Ergebnis ist. Gerade in Baden-Württemberg, so, wo man immer sagte, so schaffe Häuslebauer, da war plötzlich nichts mehr von Leistung zu spüren. Alle lehnten diesen Wert ab, fanden ihn schwierig, fanden ihn mit zu viel Druck behaftet. Dann die Wachstumsproblematik kommt da rein, dass man ewig weiter wachsen will. Dann kommt Leistungsdruck rein, dann kommt Beschleunigung rein und Unsicherheit und all diese Faktoren. Und die wurden alle mit Leistung und mit Fortschritt verbunden, der dann auch irgendwie so einen ganz negativen Touch bekommen hat, was sich eben auch in allen 3 Bundesländern durchweg bestätigt hat. Das war ja auch faszinierend, dass das quasi ein Ergebnis ist, das für Ost und West und über alle Wählergruppen hinweg mit Nuancen natürlich zu spüren war. Aber was besonders auffällig war, dass, also in Baden-Württemberg war das ganz eindrücklich, dass in den Leistungsträgergruppen, was wir dann so hatten, da, also wenn man sich daran erinnert, so, wir hatten dort Unternehmensberater und Softwareentwickler, Leute, die mit großen, schnellen Autos fahren und viel Geld verdienen und sehr viel arbeiten und sagen, Leistung, das kann kein Leitwert mehr sein für die Gesellschaft. Und wenn alles ewig weiter wächst, dann ist das wie ein Krebsgeschwür der Gesellschaft. Das war schon eine ganz, ganz eindrückliche Geschichte, die dann eben auch, das fand ich dieses Paradebeispiel, dieser etwas konservative Richter, der dann ganz verzweifelt ein Plädoyer für eine Veränderung von Leistungsdruck, von Leistung als Wert und von Fortschritt und so weiter sprach und ganz offensichtlich den Kollaps vor Augen sah und da irgendwie raus wollte und einfach nach Orientierung suchte. Und das könnte die Grüne Partei wahrscheinlich irgendwie auch liefern dann, ja. Was mich halt auch besonders beeindruckt hat an dieser Debatte, halt um die Fortschrittsdebatte, war häufig die bisherige Gleichstellung des Begriffs Fortschritt gleich Wachstum, dass es halt um ökonomisches Wachstum geht, dass das halt doch immer noch so eine gewisse Leitvorstellung trägt, dass da aber ganz, ganz tief dran gezweifelt wird, so wie du es halt auch gerade irgendwie festgestellt hast. Und dass man halt in den Grünen eigentlich die einzige Partei sieht, in der man halt mit dieser Skepsis, mit diesem Grummeln im Bauch, könnte man fast sagen, was man bekommt, wenn man diese Begriffe hört, diese mit diesen Dingen konfrontiert wird, die einzige Partei sieht, an der man sich noch orientieren könnte, zu der man Zuflucht findet. Und ich denke, genau an dieser Stelle hat die Grüne Partei die Chance, halt diese Skepsis aufzugreifen und damit halt auch diese bisher noch sehr ungebundenen Neuwähler doch längerfristig zu binden. Zumal es ja ganz offensichtlich in der Gesellschaft ja auch drinsteckt, wenn man sieht, immer dieses schöne Beispiel, dass McDonald's jetzt als Hintergrundfarbe grün gewählt hat und nicht mehr rot, das ist so wahnsinnig eindrücklich, dass da irgendwie eine positive Setzung von der allein der Farbe grün existiert, dass die Automobilindustrie inzwischen anfängt, sie haben immer ganz lange über wenn sie ein ökologisches Modell hatten, dann stand da Blue Motion drauf, jetzt gibt es die ersten Modelle, wo hinten irgendwas mit Green Technology draufsteht, also diese, auch das, man hat lange Zeit nicht verkaufen können, dass ein Auto irgendwie grün ist, plötzlich geht das und funktioniert, und das stimmt schon. Das sind so ganz unterschwellige Sachen, die man an vielen tausend anderen Beispielen, dass es so viele Bio-Supermärkte gibt inzwischen, ja, oder ja, wie auch immer,
Aber nichtsdestotrotz würde ich doch diesen Punkt der Unterschwelligkeit dann noch mal hervorheben, weil halt das, was die Grüne Partei anbietet, um diese Wähler zu binden, ob das jetzt eine intern laufende Debatte um eine mögliche Postwachstumsgesellschaft ist, die vielleicht an bestimmten Ecken geführt wird, oder halt dieses große Konzept, mit dem sehr stark geworben wird, das Green New Deal ist, nichts von dem scheint halt begrifflich oder inhaltlich bei diesen Neuwählern angekommen zu sein. Es scheint nur dieses Gefühl sein, so eine Art Image, so ein Vertrauensvorsprung, ein Vorschuss, den die Leute dieser Grünen Partei geben, dass sie dieses Problem, dieses Grummeln halt, was sie im Bauch haben, irgendwie stillen können. So, und das ist, halt, denke ich, ein Problem, was die Grünen dann doch wiederum noch haben, halt in ihrer Kommunikation, in ihrer Außendarstellung halt, dass sie es nicht hinbekommen, halt ihre Konzepte, ihre Begriffe an den Mann zu bringen. Ja. Was in der Studie ganz klar hervorgetragen worden ist und herausgefunden haben, ist halt, dass die Grüne Partei selber als problemlöse Partei wahrgenommen wird, als inhaltliche Partei, und Spitzenpersonal eigentlich nur eine untergeordnete Rolle spielt. Wenn man sie danach gefragt hat, die grünen Neuwählerinnen, wen sie jetzt da besonders toll fanden oder als besonders bedeutende Figur finden innerhalb der Grünen Partei, ist meistens erst Joschka Fischer genannt worden, der dann aber auch schon wieder kritisch beäugt. Und nur sehr spärlich wurden die Namen dann aktueller Spitzenpolitiker genannt, diskutiert. Positive, negative. Helmut Schmidt kann natürlich dann auch noch, natürlich, weil ist ja auch überall. Aber die Positiv-Negativ-Konnotierung von aktuellem grünen Spitzenpersonal spielte halt für die Wahlentscheidung oder mögliche Wahlentscheidung dieser Neuwähler kaum eine Rolle. Umso irritierender ist es dann ja eigentlich, wie sehr im Moment die aktuellen Kämpfe halt um die Führung für die nächste Bundestagswahl im Jahr 2013 den Diskurs um die Grünen medial dominieren, wo ja eigentlich inhaltliche Themen gerade eine besondere Relevanz haben müssten. Man kann den Grünen ja dann eigentlich nur raten, halt diese Personaldebatten möglichst schnell auf Basis unserer Ergebnisse möglichst schnell zu beenden, weil sie für die Neuwählerschaft, für mögliche Neuwähler keine große Rolle spielen. Was würdest du der Grünen Partei ansonsten noch mit auf den Weg geben, ausgehend von unserer Studie für die Bundestagswahl 2013? Also unbedingt als allererstes und einfach, weil es diese ganz aktuelle Sache ist, dass man sagen würde, diese Personaldebatten sind vollkommen verrückt, überflüssig. Die Grünen haben eben auch schon in Berlin ja eigentlich bewiesen, dass eine Personalisierung, wie es bei Renate Künast gelaufen ist, ohne eben inhaltliches Fundament keinen Erfolg verspricht. Die Grünen sind eine Partei, die über Inhalte wahrgenommen wird, und diese Inhalte sind relativ schmal und kurz zu beschreiben. Das ist Ökologie, Umwelt und Ökologie. Und das müssen sie einfach stark machen, das ist ihr Markenkern und das ist das, woran sie gemessen werden. Und natürlich dann auch noch eine gewisse Glaubwürdigkeit, dass man eben auch die Politik, die man dort anstrebt, dass man die auch machen will und machen wird. Und dabei durchaus auch mal ein bisschen radikaler werden wieder. Es ist ja tatsächlich eine Beobachtung schon seit Jahren, dass die Grünen, indem sie immer etablierter wurden, ja tatsächlich auch, wenn sie denn radikale Forderungen stellen, sich auch immer überlegen, wie die denn jetzt am Ende ganz schlussendlich umsetzbar sind. Das ist, glaube ich, für die grüne Wählerschaft dann in dem Sinne, die Neuwählerschaft vor allen Dingen, in dem Sinne gar nicht so wichtig, ob sie das können. Sie müssen sagen, dass sie radikale Lösungsansätze, radikalere Lösungsansätze präferieren, dass sie die auch durchhalten werden und durchhalten wollen. Aber sie müssen bitte um Gottes Willen nicht vor der Wahl schon ganz genau erklären, wie das nach der Wahl alles dann ganz genau funktionieren muss. Es ist zum Beispiel ganz faszinierend, dass über Wachstum, aber da weißt du wahrscheinlich mehr drüber, dass diese Wachstumsdebatte, dass das so vollkommen an der Grünen Partei vorbeigeht oder in eine Richtung läuft, mein Eindruck zumindest. Ja, an dieser Stelle würde ich dann aber doch nochmal nachfragen wollen, weil mein Eindruck war ja eher, dass halt dieses Unbehagen, so wie wir das eben auch diskutiert haben, langsam gewachsen ist und deswegen halt die Grünen gewählt werden als einzige Partei, die irgendwie diesem Unbehagen entsprechen kann. Wäre dann eine viel radikalere Forderung, als sie jetzt stattfinden, oder viel radikalere programmatische Punkte durch die Grüne Partei, dann nicht eher abschreckend für diese jetzt leicht stärker sensibilisierte neue Wählerschaft? Ja, das ist so ein bisschen eine Frage, das ist so ein bisschen die Gretchenfrage bei den Grünen generell. Wird man radikaler oder wird man noch staatstragender? Ich glaube, wichtig ist, dass die Grünen sich auf ihre Kernwählerschaft konzentrieren müssen und dass sie dann die grünen Neuwähler über grüne Grundpositionen mitnehmen müssen. Es kann nicht so funktionieren, dass die Grünen sich inhaltlich weiten, um noch ein paar Leute mitzunehmen, weil das irgendwann, obwohl diese Wählerschaft viel geduldiger ist als alle anderen Wählerschaften, also das war ja
schon faszinierend. Wir haben dann immer, wenn dann so 8 grüne Altwählerinnen zusammen saßen, beobachtete man, was man bei der SPD oder bei der Linken oder bei der CDU nie beobachten würde. Sie waren eigentlich alle ganz zufrieden mit der Partei, aber auch diese Zufriedenheit sollte man aufbauen, die sollte man auch nicht zu sehr herausfordern. Aber wenn man 5 Sozialdemokraten an einen Tisch setzt, dann wird danach der offene Krieg ausbrechen, warum, was und welcher Fehler die Sozialdemokratie die letzten Jahre gemacht hat. Das hatte man bei den Grünen überhaupt nicht. Also zufrieden ist man schon, aber man ist eben zufrieden in dem, wie es ist und wünscht sich manchmal wieder ein bisschen mehr Sinngebung, ein bisschen mehr Sinnstiftung. Das meine ich mit Radikalisierung von Forderungen, dass man eben nicht zurücksteckt. Dass man nicht zurücksteckt hinter irgendwelche Sachzwänge, die natürlich in der Politik eine Rolle spielen irgendwie. Aber das muss die Grüne Partei nicht machen. Das ist auch dann ja tatsächlich in Regierungshandeln auch nochmal eine andere Sache, was man vorher gefordert hat und was dann am Ende davon durchsetzbar ist. Aber als grüne Partei erkennbar sein, als grüne Partei, als Umweltpartei und als ökologische Partei, das scheint mir schon zentral zu sein. Ich bin mir noch nicht klar.